Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 21. Elul, 5782. Wenn ein Mensch beginnt, unten zu erwecken in sein Herz seine Güte, seine Milde, seine Barmherzigkeit auf die Bedürftige, erweckt er auch auf sich von oben, dass er kriegt seine Bedürftige. Wir sind alle Armers, wir sind alle Schnorrers, wir brauchen alle. Eine braucht Geld, eine braucht gesund. Eine braucht Kleider, eine braucht Liebe, eine braucht Holz und eine braucht gute Kinder. Jeden Mensch hat seine, wir sind alle bei Hashem Schnorrers. Es fehlt uns immer etwas. Sagt der alte Rebbe, wenn du unten erfüllst den Mangel von dem anderen, dann bist du im Prinzip ein Gefäß, ein Rohr, das deine Mangel soll in dir kommen. Mit Kindern, mit Gesund, mit Leben und die Kapital kommt auf dem kommende Welt in Breit. Und das ist die Mitzwa von Tzedakah, das ist eine Mitzwa von Hashem. Hashem tut immer Wohltätigkeit. Adam und Chava sind nackt, Hashem gibt sie Kleider. Abraham ist krank, Hashem kommt ihm zu besuchen. Das Volk geht in die Wüste, Hashem gibt sie Mana und Slav und Wasser zu. Hey, Moshe Rabbeinu stirbt, Hashem begrabt ihn. Also Hashem selbst zeigt uns ein Vorbild zum Helfen. Also unsere Aufgabe ist, Bedürftige zu helfen. Und in dem Moment, wo ein Mensch tut hier in dieser Welt, das ist das, was er mitträgt zu seinem Tod und bei dem Aufstehen. Da wird er mehr erkennen, wie wichtig und wie groß und wie was für eine Wirkung hat das in dieser Welt. Ich erzähle dir eine Geschichte jetzt, sie ist nicht chassidisch. Und das erzählt man bei den Litwikers, die andere Richtung als Chassidut und Chabad. Die Mutter von der Gaon von Vilna, sie ist mit einer anderen Frau, sie ist gegangen, immer zu Leuten beten Geld und verteilen an andere. Ein Tag, die Kollegin lag am Sterben und die Freundin hat gesagt, tu mir einen Gefallen, wenn du bist im Himmel, komm zu mir in Traum und sag mir, wie läuft das im Himmel. Sie ist zu ihr gekommen nach ein paar Wochen. Und sie hat gesagt, ich wollte dir sagen, dass ich habe einen sehr höheren Platz in Gan Eden, aber dein Platz ist noch größer. Weil einmal, wir sind zu jemandem gegangen und du bist gegangen ganzen Weg und ich bin geblieben. Und dein Weg steht dir noch mehr zu, weil du bist gegangen zu machen eine Wohltätigkeit. Das heißt, der Mensch erkennt nicht wirklich seine guten Taten in dieser Welt, dass er hat gemacht. Was ist das Ergebnis? Und der Mensch, der tut zu viel gut, da fühlt sich manchmal, was ist er, ein Freier, ein Ausgenutzter, weil er sieht nicht wirklich, warum. Deshalb, wenn einer hat gelernt die Tora oder gemacht Mitzvot oder Gebete, nach dem Leben wird er sehen mehr der Sinn, die Ergebnis und das Gutes. Weil das Geben, sagt der alte Rebbe, ist wie ein Kreis und im Kreis, man erkennt nicht, was habe ich gemacht? Ich würde vielleicht ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob das Beispiel stimmt, aber ich versuche die Sache so zu erklären. Es gibt Familienkreis, Freundschaftskreis, Gemeindekreis. Was ist Kreis? Kreis ist die Clique, die Gesellschaft. Jeder Mensch weiß, dass seine Lebensqualität wert seine Lebensqualität bekommt Qualität, wenn sein Kreis ist qualitativ. Das ist selbstverständlich. Also wenn ein Mensch hat eine schöne... Wenn einer von meinen Freunden ist Apotheke und einer ist ein Arzt und einer ist ein Rechtsanwalt und einer ist ein Operasänger und andere arbeitet in Lufthansa und einer arbeitet in Versicherung, einer arbeitet in Bank. Jeden Frage, jeden Sache hast du dein Netz. Und einer hilft dem anderen, er ruft mich, wenn er Hilfe braucht, und ich rufe ihn, wenn ich Hilfe brauche. Also, je größer ist deine, und genauso ist mit Mishpoche. Heute bist du bei einem Pesach, später ist er bei dir Rosh Hashanah, Winter fliegt man zu dem, Sommer kommt er zu mir. Also, alleine ist nicht so schön, aber wenn die Kreis ist gut, aber die Kreis ist nicht immer eine Sache, wo man sieht gleich, dem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Manchmal hast du das Gefühl, nur ich mache. Nur ich mache. Und die anderen machen gar nichts.
Und das ist ein großer Fehler. Warum? Ich gebe dir ein Beispiel, ein ehrliches Beispiel. Ich habe so Schulkameradengruppe, WhatsApp-Gruppe, wo ich tue dort wirklich sehr viel Stoff. Von Torah, von Witzen, von gute Sachen. Und kommt sehr wenig Reaktion. Und manchmal denkst du, ach, was bin ich der einzige Entertainment in dieser Gruppe? Sollen sie mindestens, ja. Aber einmal in 2-3 Wochen kriegst du irgendein Telefon von irgendeinem Freund und du siehst, was tust du ihm. Oder wenn du irgendeine Hilfe brauchst, mein Sohn hat getroffen, eine von dieser Gruppe in Amerika oder eine in Jerusalem und mein Sohn wird geholfen, weil der Sohn schätzt der Papa wegen das, was er legt in diese Gruppe. Das heißt, dieser Kreis, du denkst, ah, ich gebe und es kommt nichts zurück. Kommt. Kommt. Warte. Warte. Es gibt nichts in dieser Welt, der nicht zurückkommt. Kommt. Nicht so, wie du dir vorstellst. Anders, aber es kommt. Es kommt und es kommt Garantie. Mach weiter. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Du wirst sehen, werfe dein Brot über dem Wasser. Zum Schluss wird es kommen. Die Zippora ruft den Moshe Rabbeinu zu trinken Wasser und zu essen, er wird ihr Mann. Warum? Weil sie hat probiert, was Gutes zu tun. Wenn ein Mensch tut was Gutes, gewinnt er. Schkoyach.